Moment. So. Kamera ausrichten. Okay. Hallo, einen wunderschönen und gesegneten Sonntagabend. Ja. Ja, wieder eine Woche rum. Wieder. Ja. Wieder Zeit für die Predigt. Okay, also fangen wir mal mit Gebet an und dann mit der Tageslosung. Ja, lieber Vater im Himmel, danke dir, segne die Zeit, Herr. Erbarme dich, Jesus. Gib mir die Kraft, gib mir die Worte, die ich reden muss, Herr. Segne die Ohren, die dann hören werden. Segne die Menschen. Ja. Bitte mach, dass die Predigt dann auch von denen gehört wird, die es brauchen. Ja. Und überall, wohin ich schicke, auf YouTube, auf Facebook, WhatsApp, überall dorthin. Oder sie segne die Menschen dorthin. Lass dein Wort in sie fallen, dass es aufgeht und Frucht bringt. Danke dir, lieber Vater, durch Jesus. Ja, gut, also die heutige Losung für den Sonntag, den 26.05.2024, steht im Psalm 10, Vers 14. Herr, du siehst es ja, denn du schaust das Elend und den Jammer, es steht in deinen Händen. Ja, was für ein wahres Wort. Herr, du siehst es ja, denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Und der Lehrtext dazu im Lukas 13, 12 und 13. Als Jesus nun die verkrümmte Frau sah, da rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Er legte die Hände auf sie, und zugleich richtete sie sich auf und pries Gott. Also ich wiederhole nochmal den Text. Als Jesus nun die verkrümmte Frau sah, da rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, und legte die Hände auf sie, und zugleich richtete sie sich auf und pries Gott. Ja. In dem Psalm 10, Vers 14, da lesen wir, dass der Herr das Elend und den Jammer sieht. Und das steht in seinen Händen. Da sagt der Psalmist, während er zu Gott redet, wisst ihr? Und ihr müsst es auch so verstehen, die Bibel selbst ist Gottes Wort, das heißt also, Gott selber sagt es so. Er schaut das Elend und den Jammer. Er schaut das Elend und den Jammer in der Welt. Über die Menschen. Er schaut das Elend und den Jammer seines Volkes. Als es in Israel Sklavendienst leistete. Als es geschunden ward. Als sie geschlagen wurden. Er schaut das Elend und den Jammer über die Menschen in der Sklaverei. Gerade auch bei den Afrikanern, wie das früher damals im Mittelalter war. Er schaut das Elend und den Jammer in all den Kriegen, und wo die Menschen, die noch überlebt haben, auf dem Boden kriechen, voller Verzweiflung. Und er sieht den Hass an dieser Welt. Ja. Und er sandte Jesus, seine Antwort auf den Jammer und das Elend in dieser Welt. Okay,
Fangen wir mit dem ersten Lied an. Wobei es eigentlich nur ein Lied ist. Aber das möchte ich sagen. Das ist jetzt, was jetzt kommt, ist wieder das Intro des Liedes. Habt ihr das Lied schon erkannt, gell? Ja, Jesus Christus herrscht als König. Die Antwort Gottes über das Jammer und Elend in dieser Welt. Und jeder, der zu Jesus kommt, wisst ihr? Es war früher so, wenn Könige herrschten über ein Reich, da gab es halt immer wieder auch die Möglichkeit, eine Audienz zu bekommen, eine Audienz bei der Majestät. Und wenn man gerade Probleme hatte, über sein Land oder irgendwelche andere Probleme gesellschaftlicher Art und so, dann konnte man damit zum König kommen und vortragen. Und wenn der Herr milde gestimmt war, tja, wurde dem entsprochen. Und der Mensch bekam sein Recht. Tja, aber die weltlichen Könige, naja, viele, die meisten von ihnen waren eher böse. Und dennoch aber steht in der Schrift, dass jede Obrigkeit, jeder ist eingesetzt durch Gott. Er ist es, der die Könige einsetzt und wieder absetzt. Ja, ich muss euch wirklich enttäuschen. Ich muss euch enttäuschen, wenn ihr glaubt, dass Demokratie was Tolles ist. Das Reich Gottes ist keine Demokratie.
Reich, das Wort Reich, kennt ihr ja? Das ist ein Königreich. Und der König, das ist der Herr Jesus. Der König aller Könige. Tja. Im Königreich Gottes gibt es keine Wahlen. Nein, 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 nein. Und auch die Apostel, die hatten ja den einen, den sie ja dann noch wieder, weil der eine fehlte, ja. Judas, der hat ja verraten, der ist dann hinterher auch gestorben. Da musste ein anderer an die Stelle nachrücken. Was hat man getan? Sie haben nicht gewählt. Sie haben zu Gott gebetet. Und dann haben sie das losgeworfen. Der Herr hat das losgelenkt, wenn er haben wollte. Und so werden halt auch die Menschen, die für Gott arbeiten, in ihren Richtungen, sie werden nicht gewählt. Und Gott setzt sie ein. Er stattet sie mit Begabungen aus. Und dann haben sie diesen Drang im Herzen, das dann auch zu tun. Und wehe aber nicht. Ja. Es gibt auch die, nicht umsonst, es gibt ja auch diejenigen, die quasi dann ihre Gaben, ihre Talente in die Erde vergraben, weil sie wissen, dass ihr Chef ist ein harter Chef, ne? Was sagte dann der Chef dann über diejenigen? Fauler und unnützer Knecht, hinweg mit dir. Hättest es mal doch wenigstens zur Bank gebracht und gäbe Zinsen drauf. Tja. Aber so ist das. Gott setzt ein. Er setzt es ein. Diejenigen, die in seinem Weinberg arbeiten, die setzt er ein. Das sind keine Wahlen. Ja, ich weiß, heutzutage läuft das Ganze noch anders. Ich weiß nicht, ich glaube, in einer meiner Predigten habe ich darüber schon mal geredet. Also für mich ist Demokratie vergleichbar wie mit dem, ich weiß nicht, wisst ihr, in der Offenbarung, da steht drinnen von zwei Tieren. Das eine, das steigt aus dem Erdreich empor. So religiöses, was, wisst ihr? Und das andere steigt aus dem Meer empor. Und lauter Kronen sind drauf. Kronen, ich würde sagen, gilt für Herrschaften. Für Herrschaften, für Obrigkeiten. Lauter Obrigkeiten sind da drauf. Die alles gotteslästerlich sind. Sie sind böse, weißt du? Sie tun lauter schon ständig Gott spotten, Gott lästern. Und besonders eine davon tut besonders viel lästern. Und da sagte dann der Engel zum Apostel, das Meer, was du siehst, wo dieses Tier aufgestiegen ist, das sind die Nationen, das sind die Völker. Wisst ihr, was das heißt? Obrigkeiten, Herrscher, die aus den Völkern emporsteigen, die aus den Völkern kommen, aus den Völkern. Volksherrschaft, das ist der Inbegriff der Demokratie. Seit wann gibt es das schon? Eigentlich doch erst in der neuen Zeit, ne? Ja, es gab auch damals schon so die Senatoren und sowas im Römischen Reich, aber da war es so erst so im Anflug. Das immer noch unter weiter Ferne, noch nicht so stark, wie es heute der Fall ist. Heute zieht sich die Demokratie quasi fast über die ganze Welt. Und die Demokratie, also über das Tier, da heißt es, deren Zahl ist eine menschliche Zahl, nicht wahr? 666. Und der Apostel damals
Der war ein Hebräer und kein Grieche. Und selbst wenn er Griechisch erlernt hat, dann im Herzen war er doch ein Hebräer. Und er dachte Hebräisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe mal einen anderen Freund gefragt, einen Bruder im Herrn. Und er hat dann schon gesagt, also so nach einer gewissen Zeit, dann denkt man dann schon auch Englisch, wenn man Englisch kann. Und Englisch spricht. Ich kann nicht viel Englisch. Ich kann wirklich ganz, ganz wenig, nur ganz bisschen. Das meiste muss ich immer mit Translator machen. Aber wisst ihr, im Kopf denke ich immer und auch im Herzen Deutsch. Ja. Also ich überlege mir dann, die Worte zurechtzulegen. Aber ich kann mir vorstellen, viele, die schnattern einfach drauf los und es kommt dann schon richtig raus. Aber wie denkt man dann noch im Herzen? Ich möchte sagen, dass der Apostel damals immer noch Hebräisch gedacht hat. Denn er war Hebräer. Ja. Und im Hebräischen, da gibt es den Buchstaben W nicht. Den gibt es da nicht. Aber es ist durchaus üblich, dass man das Buchstaben Zahlenwerte haben. Und der Zahlenwert für den Buchstaben W lautet 6. Und da, deswegen würde ich sagen, steht dann auch drin, man muss das berechnen, man muss das umrechnen. Also ist da 6, wenn man das umrechnet als Zahlenwert den Buchstaben, dann im Hebräischen, dann sind wir bei dem Buchstaben W. Und wenn man jetzt die 3 Ws nimmt, dann haben wir im Prinzip das Synonym fürs Internet. Und die heutigen demokratischen Länder sind alle über das Internet verbunden. Durch und durch. Das Netz geht überall hin. Und ohne dem Internet, und im Internet sind auch die Banken angeschlossen. Das Geld bekommt man von da über das Internet. Der ganze Handel ist alles mit dem Internet verbunden. Über die ganzen demokratischen Staaten und auch über die undemokratischen Staaten mittlerweile. Das Internet zieht sich um die ganze Welt. Wenn tatsächlich einmal das Bargeld abgeschafft würde und es würde dann nur noch so sein, dass quasi alles elektronisch geht, alles nur noch übers Internet, auch die Bezahlung, dann kann man quasi tatsächlich sowas wie bei diesen G-Regeln, was wir da bei Corona hatten, wenn man nicht spurt, kann man nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Dann ist man ausgeschlossen. Ja. Bis dahin. Das ist Stoff für, ich möchte sagen, nicht nur eine Predigt, sondern wirklich viele Predigten. Und auch ich bin nur ein Mensch, ich kann mich irren. Aber so erkenne ich, so sehe ich das aus der Schrift heraus. Wenn ich dieses Tier aus der Offenbarung sehe, das aus dem Meer steigt, dann denke ich an die Demokratie. Und gerade die demokratischen westlichen Länder, gerade die, die sich so rühmen um ihre Demokratie, sie verhöhnen und verspotten Gott in unbeschreiblichem Ausmaß, was früher undenkbar gewesen ist. Sie zerstören die alten Werke. Wisst ihr, das ist genau das, was über das letzte Tier geschrieben steht. Es zermalmt alles, es zertrümmert alles, es zerstört alles, was vorher war. Genau das tun sie doch. Das tun sie doch. Gutes wird für Böse erklärt und Böses für Gutes erklärt. In Deutschland ist jetzt das Kiffen erlaubt. Und alles Mögliche. Und man kann jedes Jahr sein Geschlecht ändern und was nicht alles. Es wird alles
zerstört. Und mit diesen neuen Gesetzen spottet man Gott. Tja. Und dennoch zählt Jesus Christus, herrscht als König. Sie mögen jetzt noch spotten. Aber wenn der Herr wiederkommt, ist Zahltag. Dann wird zur Kasse gebeten. Alle Menschen werden aufgrund ihrer Werke gerichtet werden. Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Gericht raus, sodass man gar nicht erst reinkommt. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn du Jesus im Herzen hast und du in Jesus bist. Ja, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der kommt gar nicht mehr ins Gericht, sondern der ist bereits vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. An Jesus kommt keiner vorbei, niemals. Diejenigen, die zu Jesus gehören, die sind bei ihm. Und die Ungläubigen, die ihm nicht gehören, können auch nicht an ihm vorbei. Denn Jesus ist der Herr. Okay, fangen wir mal an mit dem Psalm 10. Schauen wir mal, das habe ich, glaube ich, hier. Ja. Herr, warum stehst du so fern und verbirgst dich in Zeiten der Not? Vom Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange. Das ist das, was wir doch gerade eben geredet haben, ne? Wie sie spotten. Mögen doch von der Arglist die betroffen werden, die es ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Und der Habsüchtige, der sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. All seine Gedanken sind, es gäbe kein Gott. Wisst ihr, ich kann das gar nicht aussprechen, wie es da steht. Deswegen sage ich, es gäbe kein Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken, nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchens, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern, in den Verborgenen, ermordet die Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Ich muss jetzt kurz hier einhaken. Darauf bin ich selbst gar nicht vorbereitet, bist du? Also wenn ich das nicht eben gerade vorhin erst hier die ganze Zeit so geredet habe, wie gerade jetzt in der Demokratie das abläuft, ne? Gerade das. Und genau das steht auch in dem Psalm 10. So sind die Gottlosen. Genauso. Sein Mund ist voll Fluchens, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern, im Verborgenen. Er ermordet die Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Wisst ihr, er lauert. Die ganze Absicht ist böse. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, er kauert nieder. Und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen. Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Er sieht es niemals. Ja, so glauben die Ungläubigen, wisst ihr? So glauben sie das. Dass sie quasi alles tun können und alles machen können, ohne dafür jemals Konsequenzen zu befürchten.
Und jetzt sagt der Psalmist dir, o steh auf, o Herr. Erhebe dich, o Gott, deine Hand, vergiss die Elende nicht. Warum soll der gottlose Gott lästern und seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, da du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König, immer und ewig. Die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Ja, das ist Psalm 10. Hätte ich den mir mal vorher nochmal durchgelesen, dann hätte ich mir vielleicht wo ich vorhin über das Ganze geredet habe, quasi sparen können. Dann hätte ich einfach nur vorlesen brauchen. Habe ich ja dann sowieso. Es ist genauso. Und am Ende, der Herr ist König. Jesus, der Herr, er ist König. Und er schafft Recht. Er schafft Recht. Ja. Und er sieht das Elend. Aber das tut er nicht nur erst dann, wenn er wiederkommt, wenn tatsächlich dann alle Menschen zur Kasse gebeten werden. Er tut bereits jetzt, im Hier und Jetzt, denn er hat uns, die wir zu Jesus gehören, wir haben ja seinen Geist in unsere Herzen. Und da schaut der Herr das Elend in der Welt. Wir sind beauftragt, ja, in seinem Namen zu sprechen. Wir sollen den Menschen helfen. Lukas 13, Vers 12 bis 13. Ja. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Und als nun Jesus sie sah, da rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade. Und pries Gott. Witzig, ich muss hier kurz einhaken. Gerade hier in diesem Vers, da sieht man das nicht. Aber in vielen anderen Versen. Wenn der Herr zu den Menschen gegangen ist. Wenn er sie gesehen hat, wie sie litten. Wenn er zu denen, die gebrochen gegangen ist. Zu den Kranken, zu den Aussätzigen. Zu all diesen Menschen, die völlig verstört voller Krankheit und dahin gesiecht sind. Dann hat der Herr sie gesehen. Und in seinem Herzen, da jammerte es ihm. Er liebte sie. Und das war die Motivation, da heilte er sie. Wenn Jesus einen Menschen sieht, dem es schlecht geht, der es ihm jammert, dann tut das auch in seinem Herzen weh. Es trifft den Herrn selbst. Und er liebt diese Menschen. Er liebt die Menschen. Und das Liebe heilt er dann.
Das hat er damals dort getan und das tut auch heute noch. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an diesen kommt und lasst euch heilen, und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zu trinken? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, soll sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Ja. Das ist gut. Wisst ihr, dieser Synagogenvorsteher empörte sich, so ausgerechnet am Sabbat zu heilen. Und Jesus sagt dann: Du bist ein Heuchler. Du selber tust doch das und das. Aber diese Frau, die so geschunden ist, sie soll nicht geheilt werden. Und dann sind sie beschämt. Wisst ihr, das erinnert an diese Stelle. An dieser Stelle, wo sie eine Ehebrecherin zum Herrn brachten. Und sie wollten sie steinigen. Und dann sagten sie eben zum Herrn: Herr, Mose hat geboten, dass diese dann gesteinigt werden soll, wenn sie beim Ehebruch ertappt ist. Aber wisst ihr, Leute, heißt es dann nicht auch, dass beide gesteinigt gehören? Wieso haben sie den Mann nicht gleich mitgebracht? Wisst ihr, was hat Jesus gemacht? Er kniete sich nieder und er schrieb auf der Erde. Was genau er schrieb, das darüber kann man nur spekulieren. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Jesus fragte die Leute: Wer von euch ohne Sünde ist, also wer von euch noch nie was getan hat, der werfe den ersten Stein. Wollte sie unbedingt töten? Wollte sie unbedingt steinigen? Wollte hören, wie sie schreit vor Schmerzen? Wollt ihr, dass sie stirbt? Dann steinigt sie. Aber nur dann, wenn ihr selber fehlerfrei seid, wenn ihr selber nie was getan habt, wenn ihr ohne Sünde seid. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er schreibt auf dem Boden. Was schreibt er da? Da gibt es viele Dinge. Was hat er geschrieben? Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so Namen geschrieben hat. Vielleicht hat jeder der Umstehenden in dem, was er schrieb, etwas gesehen, was ihn an eine eigene Sünde erinnert hat. Möglich, ne? Vielleicht hat Jesus einfach geschrieben und ihnen ging es durchs Herz, weil sie haben gemerkt, sie selbst sind nicht ohne Fehl und Tadel. Sie selbst sind sündige Menschen. Und dann lassen sie ihre Steine fallen. Und sie gehen. Sie gehen. Und als niemand mehr da war, außer noch, nur noch diese Frau, da hob sich Jesus und fragte: Wo sind sie, die dich verklagt haben? Niemand mehr da, sie sind alle gegangen. So verurteile ich dich auch nicht.
geh nach Hause, geh hinweg und sündige nicht mehr. Ja, so ist Jesus. Das heißt nicht, dass der Herr Sünden richtet. Am Ende, weißt du, wisst ihr, Jesus nimmt die Sünden auf sich. Er nimmt sie auf sich und trägt sie ans Kreuz. Und alle, die zu Jesus gehören, denen hat er die Sünden abgenommen und ans Kreuz gebracht. Und dort sind sie. Ja. So ist Jesus. Also kann ich nur zu dir sagen, komm zu Jesus. Komm zu ihm. Solange du noch kannst. Komm zu ihm. Und lass dich retten. Lass dich retten. Nimm die Gnade Gottes an. Gott liebt dich wirklich. Ja. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn schickte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, es wird eines Tages ein Gericht geben. Und dann werden all die, die Gott verlästert haben, Gott gespottet haben, die nichts von ihm wissen wollten, die nicht im Buch des Namens geschrieben stehen, gerichtet werden für ihre Werke. Und da ist niemand, der Gutes tat, auch nicht ein einziger. Nur die zum Herrn gehören, die im Buch des Lammes stehen. Sie bleiben beim Herrn. Ja, viele werden dann tatsächlich am Ende dann sogar vor dem Herrn stehen und der Herr wird sagen, ja, ich bin in schlimmsten Nöten gewesen, ich bin krank gewesen, ich bin bedrückt, ich hatte Hunger, ich war in Gefängnissen und ihr habt mir geholfen, wo sie nur konnten. Und sie werden ganz erstaunt sein. Wann jemals haben wir dich, großer König, gesehen in so einer Situation und haben dir geholfen? Und er wird sagen, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und genau das ist der Punkt. Ein Bruder im Herrn bist du, wenn du zu Jesus gehörst. Wenn Jesus ein Geist in dir ist, dann tut derjenige, der andere Mensch, das nicht dir, sondern dem Herrn. Sei es im Bösen oder im Guten, was auch immer die Menschen uns tun, das tun sie dem Herrn. Ja, Jesus hat gesagt, wer auch immer nur einen der Geringsten, der an mich glauben, auch nur ein Glas Wasser zu trinken gibt, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Bekommen sie dann etwas ausmerken? Nein, aus Liebe. Weil der Herr Jesus für sie eintritt. Aus Gnade. Letzten Endes kann man nur aus Gnade gerettet werden. Jeder einzelne von uns. Allein aus seiner Gnade, seiner Güte. Ja. Schaut. Machen wir weiter. Jesus spricht dann in dieser Rede auch über das Senfkorn und vom Sauerteig und über die enge Pforte. Da sprach er, wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich das vergleichen? Das gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum und die Vögel des Himmels. Also das. Bist du noch letzte Predigt? Bei der Pfingstpredigt? Und auch davor, an anderer Stelle habe ich das auch
Ich sehe das Reich Gottes immer wie so eine Art Baum, wisst ihr? Wie ein Baum. Und dann kommen die Vögel das von überall und die nisten in dem Baum. Und leben vom Baum. Aber davon habe ich auch schon geredet. Jetzt lese ich das hier und ja, Jesus selbst. Er vergleicht das so wie mit dem Baum. Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Er zog aber durch die Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen versuchen und es nicht können. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Wisst ihr? Die meisten Menschen, gerade auch in der heutigen Zeit, lehnen das Evangelium gänzlich ab. Sie werden es gar nicht einmal versuchen, ins Reich Gottes reinzukommen. Aber dann gibt es einfach auch sehr viele Menschen, die versuchen hineinzukommen. Die glauben das. Aber sie kommen nicht hinein. Sie schaffen es nicht. Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, hat Anteil daran, sondern wer auch den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja. Und da wisst ihr auch, die Sache mit den 10 Jungfrauen, ne? 5 Törichte und 5 Kluge. Die 5 Törichten, die sind eben losgegangen. Sie wollten dem Bräutigam entgegengehen. Sie hatten auch ihre erste Ausrüstung mit dabei. Aber sie hatten nicht genügend Öl dabei. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten und sagen zu euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Also werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Ja. Das beschreibt den Ernst der Lage. Wisst ihr? Sie werden draußen sein und sie werden sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Sie waren also in der Nähe vom Herrn. Vielleicht sind sie in seine Gemeinde gegangen, vielleicht sind sie in die Kirchen gegangen, haben das Abendmahl auch mitgehalten. Sie haben, ja, sie sind mit, die meisten haben machen Gemeinden auch ein Gemeindeessen und haben daran teilgenommen. Sie haben Gemeinschaft gehabt mit den Gemeindemitgliedern. Aber der Herr wird dann zu ihnen sagen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, ihr Übeltäter. Das ist genau der Punkt. Sind nicht alle Übeltäter? Sind nicht alle Menschen auf der Welt Übeltäter? Ja, sind alle. Aber die zu Jesus gehören,
Ihnen wurde vergeben. Sie sind abgewaschen. Sie sind gereinigt. Sie waren Übeltäter. Aber die nicht zu Jesus gehören, die sich nicht haben abwaschen lassen, die sich nicht haben durch den Herrn reinigen lassen, die nicht wirklich zu ihm gehören wollten, die sich nicht an seine Gebote hielten, die nicht wirklich ihn lieben wollten. Ja, sie blieben nach wie vor in der Sünde. Sie waren nach wie vor Übeltäter. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und die Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Ja. Das ist so wie das eine, ich glaube, war das ein Gleichnis, wo Jesus sagte, über den Reichen und über den Armen. Der Reiche, der zu Lebzeiten in Saus und Braus lebte und den Armen verachtete. Der Arme, der hungrig war und der nichts bekam. Er hat sein Herz vor ihm verschlossen. Was hilft es, wenn du in die Kirche rennst, wenn du mit den dortigen Geschwistern gemeinsam essen tust und trinken tust in den Gemeindeveranstaltungen, wenn du mit ihnen unterwegs bist, vielleicht sogar Freundschaften schließt, aber du schließt dein Herz vor den Armen zu, vor denen, die Not leiden. Was hilft dir dann? Ja. Und so auch der Reiche, nachdem er dann gestorben war, war dann in der Hölle. Und er sieht dann von ferne den Armen, wie er im Schoße Abrahams ist. Und dann ruft er nach Erbarmen. Aber er bekam, was er selber gesät hatte. Kein Erbarmen. Und dann ruft er noch und dann sagt er noch, lass mich wenigstens Bescheid sagen draußen, damit die Leute dann wissen, was dann auf sie zukommt. Damit sie vorher umkehren. Und was hat dann Abraham da gesagt? Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie auf die nicht hören, werden sie auch nicht drauf hören, wenn einer von den Toten auferstünde. Und Jesus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Er herrscht. Und hören Sie? Die meisten auf der Welt hören es nicht. Ja. Es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Ja, und dann haben wir hier noch das über die Feindschaft des Herodes, Klage über Jerusalem. Wie dann der Herr über Jerusalem sagt, oh Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Gepriesen, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja. Ja. Dann wollen wir mal an dieser Stelle ein Amen sagen, nicht wahr? Jesus kommt wieder. Und dann ist Zahltag. Für alle Menschen in der Welt. Aber bis dahin, haben wir hier einen Auftrag. Und wir rufen zu den Menschen draußen,
zu den Gottlosen zu. Lasst euch versöhnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für euch zur Sünde gemacht, damit wir ihr in ihm diese Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wenn du wirklich an Jesus glaubst, und dann wird dir dieser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn du wirklich sagen kannst, Jesus, erbarme dich mein. Erbarme dich mein. Sei mir gnädig. Geh in dein stilles Kämmerlein. Der Herr, der schaut schon hin. Hab keine Sorge, der Herr schaut hin. Und dann öffne dein Herz und mit Ernst bitte ihn, Jesus, komm in mein Herz. Sei mir Sünder gnädig. Mach's wieder Zöllner im Tempel. Schlag dich auf die Brust und sag, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Wenn du es ernst meinst, dann kommt der Herr. Siehe, ich klopfe an die Herzenstür. Und wer mir aufmacht, da komme ich rein mit meinem Vater. Und wir werden Wohnung bei ihm machen. Und mit ihm zusammen das Abendmahl halten. Und dann wirst du auch so sehen. Jesus Christus herrscht als König. Alle Welt ist ihm untertänig. Ist ein ziemlich langes Lied, aber
Ich weiß jetzt nicht, wie lange meine Brille jetzt noch geht. Ich habe vorhin schon eine Meldung bekommen, dass sie kürzer alle sein wird. Deswegen. Und so segne uns der mächtige Gott, der himmlische Vater und sein Sohn Jesus, dem Christus, dem Messias. Im Heiligen Geist. Im Namen Jesus. Amen. Und so Gott will und wir leben. Zum nächsten Mal. Amen. Ja.